Machen wir heute eine Stream-Review, oder? Weil sonst nehme ich ja mal ein extra Video auf, aber dann machen wir es halt so. Ist doch auch gut. Dann habe ich gleich etwas mehr Potenzial zum Schneiden und brauche nicht extra nochmal alles gucken und sowas. Chat, ihr habt jetzt wieder den Auftrag, YouTube Hallo zu sagen. YouTube, willkommen. Wir haben uns gerade auf spontan entschieden, dass wir ein bisschen über Raw quatschen. Normalerweise nehme ich das ja immer separat auf, so dass ihr das nur für YouTube habt. Da ich aber körperlich etwas angeschlagen bin, haben wir gesagt, wenn ich jetzt einmal schon massivst im Flow bin, dann quatschen wir über Raw im Stream. Kann mir ein bisschen Input vom Stream holen, weil ich auch nicht alles zu 100% gesehen habe. Der Stream sagt euch schon Hallo, guck mal hier. Aber die meisten und die größten Highlights habe ich natürlich zum Glück gesehen. Deswegen quatschen wir ein bisschen Freestyle heute bei Raw und machen nicht so ein gescriptetes, runtergeschriebenes Video, sondern quatschen so generell über den Input von Raw. Was habe ich zu Raw zu sagen? Ich habe sehr viel negatives Feedback gehört zu Raw. Egal, ob es YouTube war, teilweise Kommentare, ob es Reviews waren. Ich habe auch Nachrichten bekommen. Grüße gehen raus an Spotter. Raw überhaupt nicht sehenswert, boah, das braucht man nicht gucken, das war absolute Scheiße. Kann ich so echt nicht bestätigen. Also ich fand das, was ich von Raw gesehen habe, sehr gut. Oder sagen wir es gut, solide, nicht langweilig und hat ein bisschen was reingebracht. Wir gucken, dass wir auch nur das Wichtigste besprechen. Ja, also wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht irgendwie intensiv über jedes Segment reden. Ich fand sehr, sehr gut, und das ist ja im Moment so ein bisschen der Kritikpunkt, den höre ich häufiger, dass das so sehr, sehr Tech-Team-lastig ist. Ist aber auch irgendwie bei den Leuten sehr, sehr schwierig. Man beschwert sich monatelang, dass man gar kein Tech-Team-Wrestling hat und nur random Teams im Tech-Team sind. Dann announced man eins der geilsten Tech-Team-Matches der letzten Jahre, ein Six-Pack-Tech-Team-Match. 6 Tech-Teams um die Gürtel in einem Leiter-Match bei Mania. Man macht auch noch die perfekte Überbrückung bis Mania, macht noch Tag-Team-Gauntlet-Matches, damit sich die Teams qualifizieren können für das Match. Und dann sagen die Leute, ja, das ist mir jetzt aber zu viel Tag-Team. Also, ich finde den Zeitpunkt für dieses Tag-Team-Tournament ideal, weil du nimmst dir ein bisschen Druck von der Lunte, dass du jetzt auf Zwang bis zu Mania immer raushauen musst und irgendwie Lücken füllen musst. Mit diesen Tag-Team-Matches kannst du sehr, 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 sehr gut die Matches füllen, die Matchcard füllen, ohne dass es langweilig wird und es auch noch eine Wertigkeit und einen Mehrwert hat. Also es ist nicht so, dass du einfach in ein Match gesteckt wirst und im Nachhinein, ja, das hat mir jetzt nichts gebracht, dass wir da Tag-Team-Match hatten, so, sondern du kämpfst um einen Spot für Mania. Ich verstehe nicht so richtig, warum man das so kritisch sieht. Ich habe da kein Verständnis für. Ich finde das einfach geil. Ich finde das geil. Ich finde die Tag-Team-Matches geil. Ich finde es gut, dass die Teams ihr Showing kriegen, auch in einem Do-or-Die. Und selbst wenn es nicht funktioniert, dass die zumindest ein gutes Showing hatten, dass man die Tech-Teams jetzt ein bisschen etabliert, voll gut. Wir starten mal mit dem Segment, mit dem wir auch ein bisschen in Raw reingegangen sind. Und dann können wir ein bisschen über das Tech-Team-Ding reden. Jimmy und Jey Uso möchte ich mit anfangen. Ist das okay für euch, Chat? Wie fandet ihr das Promo-Segment zwischen Jimmy und Jey? Für mich hat dieses Promo-Segment alles erlangt, was ich brauchte. Weil ich jetzt schon wieder in sehr, sehr viele Richtungen denken und spekulieren kann. Ich fand, du hast beide Charaktere super, super geil dargestellt. So den kleinen Bruder Jey, der immer noch so ein bisschen zu Jimmy hinaufschaut und sagt, ich vermisse dich, mein Bruder. Und Jimmy, der sagt, nicht ich habe dich verlassen, du hast mich verlassen. Du hast mich alleine gelassen. Und ich habe es dich dazu gebracht, dass du dein größtes Match hattest. Aber dann auch so ein bisschen wieder dieser trotzige kleine Bruder, der zurückkommt und sagt, mein größtes Match ist das bei Mania. Und ihm dann eine gibt. Ich fand es wirklich gut, weil das war ein bisschen emotional, aber war trotzdem viel Feuer drin, weil die natürlich auch eine gute Historie haben die letzten Wochen und Monate. Und zeitgleich hat Jimmy das gestärkt. Ich fand Jimmy schon bei SmackDown, haben wir in der Review oder beim Live-Watch-Along haben wir schon gesagt, Jimmy wirkt sehr, sehr gut, sehr, sehr cool. Der hatte richtig Power und das fand ich in der Promo jetzt endlich auch. Weil bei Jimmy ist mir die letzten Monate diese Ernsthaftigkeit so dermaßen flöten gegangen, dass ich jetzt sehr zufrieden bin mit der Position von Jimmy. So gerne. Der kann von mir aus auch, wenn er mit der Bloodline zusammen ist, immer noch so ein bisschen der Clown bleiben und so ein bisschen der Überdrehte. Aber sobald es an die Fehde geht mit seinem Bruder, möchte ich den komplett on fire sehen. Und das macht er. Das war ein echt gutes Promo-Segment, hat mich gut abgeholt. Ich meine, Cody hat auch wieder mal eingegriffen, wie soll es auch anders sein? Aber auch das, dieser Eingriff von Cody, macht schon wieder ein paar Türen auf für Jey, für Mania und in welche Richtung auch immer. Du könntest auch erklären, dass Jey vielleicht auch nochmal was mit dem Bloodline-Match beziehungsweise mit dem Main-Event zu tun hat bei Mania. Weil er hat ihm jetzt den Arsch gerettet, mal wieder vor Solo und Jimmy. Vielleicht zahlt das Jey irgendwann zurück.
ich glaube auch, dass das Segment keinen Schlagabtausch gebraucht hätte. Und Real Talk Factor hatte es was von Drews Promo gegen Seth. Finde, wird mir sinnig erzählt, das Ding. Voll bei dir, René. Ich fand das auch gut. Braucht ja auch nicht viel. Jay und Jimmy braucht ja auch nicht viel. Die Leute denken jetzt immer, man muss jetzt, weiß ich nicht, ewig lange da irgendwas aufbauen. Das braucht nicht viel. Das sind Brüder, die hatten einen riesen Streit mit Bloodline, haben sich wochenlang nicht gesehen. Dann greift der eine wieder bei seinem wichtigsten Match ein und zack, hast du die Story erzählt. Easy. Ganz einfach. Jimmy richtig geil gerade wieder, so ein bisschen durchgedreht. Ja, der kriegt gerade richtig Momentum, der kriegt gerade richtig Feuer unterm Hintern, ne? Endlich mal. Endlich der Jimmy, den ich auch sehen will. Weil der letzte, der Jay, unter den Umständen hätte ich klar gesagt, dass Jay das holt. Wenn Jimmy aber so ein bisschen on fire ist, ich glaube immer noch, dass Jay das holt, wirkt er aber zumindest wie ein Kontrahent. Das hätte ich vorher nicht gedacht, weil warum sollte Jimmy das Match ernst nehmen? Jetzt habe ich schon das Gefühl, dass Jimmy das ernst nimmt. Ich bleibe aber trotzdem bei Jay. Ich glaube, Stand jetzt gibt es keine Stipulation bei dem Match, ne? Glaube nicht. Er hat Backstage gesagt, Freitag kommt Roman eh nicht alleine. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Lass mal gleich über das Cody-Segment reden. Dann können wir auch nochmal so das Große und Ganze dann aufgreifen. Wir haben, ich kann jetzt schon mal spoilern, ich habe Becky gegen Nia nicht gesehen. Ich habe die ein, zwei Spots gesehen. Ich habe den Manhandle Slam gesehen durch den Tisch. Oder den Manhandle Wurf. Ist ja kein Slam, ist ja ein Wurf. Durch den Tisch. Und habe den Leg Drop auf das Kommentatorenpult gesehen. Erzählungen zufolge soll das Match ganz okay gewesen sein, aber halt auch nichts Besonderes. Aber wir reden auch von einem Nia Jax Match. So, also da erwarte ich sowieso nicht so viel. René, gefällt der Satz. Nein, ich erwarte eh nicht so viel. Ist gut für Becky, stärkt Becky auf jeden Fall. Und bei all der Kritik, die Nia immer einstecken muss, wirft Nia sich die letzten Wochen sehr, sehr doll für die Gegnerinnen in die Sachen rein. Das kann man ihr nicht absprechen. Deswegen, Punkt. Ich bin kein Fan von ihr. Ich werde kein Fan von ihr. Wer das Video gesehen hat, wie sie angekommen ist in der Arena, guckt es euch gerne an. Gibt es auf der WWE-Seite. Muss auch nicht sein. Ist aber auch immer Geschmackssache, was man so für ein Outfit trägt. Ne? Wie man so zur Arena kommt. So. Ich werde kein Fan von ihr, aber sie wirft sich rein. Sie workt das solide. Und mehr muss es gerade nicht sein. Sie ist ja immer eine Gefahr aufgrund ihrer Ausstrahlung. Keiner ist verletzt. Seit Wochen nicht. Und dann sollte man halt auch irgendwann aufhören, das immer und immer und immer wieder zu sagen. Dann nehme ich mich nicht raus aus der Diskussion. Die worked solide, wirft sich rein. Und das als Big Woman, sich dafür Becky hinzulegen, kann man, glaube ich, nur positiv werden. Und alles andere ist dann halt sehr negativ behaftet und muss halt, da muss man halt auch einfach ein bisschen fair sein, ob man sie mag oder nicht. Oder ob man sie braucht oder nicht. Aber wenn man die Kritik immer äußert, dass sie nicht gut worked und dass sie Leute verletzt und sie tut es halt nicht mehr und hat an sich gearbeitet, muss man das genauso erwähnen wie die andere Seite. Genau, nach dem Match kam noch Rhea, gab einen kleinen Staredown. René hat mir eben ein gutes Bild geschickt, dass du siehst, wie Becky so auf den Zehenspitzen steht, um irgendwie auf die Augenhöhe zu kommen von Rhea. Und mehr braucht man, glaube ich, über die Situation und die Gemengelage zwischen Rhea und Becky nicht sagen. Ich sehe das genauso. Ich sehe bei Mania Becky bei weitem nicht gewinnen, bei weitem nicht. Die wird an ihre Aufgabe zerschallern, ohne das Böse zu meinen. Die wird das Ding gegen Rhea nicht holen. Sie ist aber trotzdem jetzt ein gefährlicher Gegner, weil es ist halt einfach eine Becky. Becky ist Becky. Becky kann immer gewinnen. Becky hat vor 4-5 Wochen gegen Nia Jax clean verloren, hat jetzt gegen Nia Jax in dem Match gewonnen, in einem sehr, sehr harten Match, wo du eigentlich auch sagst, da ist wahrscheinlich Nia sogar eher der Favorit in so einem Match. Aufgrund der Gegebenheiten, der körperlichen Gegebenheiten. Das stärkt Becky. Becky bleibt und ist gefährlich damit. Ist gut und wichtig vor Mania. Mehr braucht man, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Was ich noch interessant finde, wir hatten ja ein paar Backstage-Segmente. Gerade was JD angeht, gab es so 2-3 Segmente. JD war im kompletten Kollektiv im Backstage. Zusammen mit Andrade El Idolo, der auch noch dazu gestoßen ist. Mir gefällt irgendwie, weiß gar nicht warum, mir gefällt das Showlight von Andrade. Also den Spot, den er da gerade bekommt, gefällt mir irgendwie. Ich weiß nicht, was El Idolo bedeutet. Ich kenne mich da nicht gut genug aus, aber du hast das Gefühl, der ist wertig und da ist gerade ein wichtiges Stable. Komischerweise, Rhea ist jetzt wieder richtig drin. Auf einmal kriegt Judgment Day auch wieder relevante. Heißt das einfach nur das Idol? Heißt das einfach El Idolo? Heißt einfach nur das Vorbild? Ich dachte, das wäre was Tiefsinnigeres. Aber komischerweise, Rhea ist zurück beim Judgment Day und sofort bekommt Judgment Day auch wieder wertige Backstage-Segmente und sinnvolle Backstage-Segmente, die auch irgendwie was für die Storyline tun, ist ein Paradebeispiel dafür, dass Rhea wichtig ist für Judgment Day, denn wochenlang war das nicht der Fall ohne Rhea, aber man schlägt sich so ein bisschen um Andrade.
Also der scheint doch schon ein Hot Agent zu sein für Judgment Day. Gerade wenn man ihn so ein bisschen akquiriert und wir schauen uns der Match nächste Woche an und dann sich umdreht und sagt, JD, du hast übrigens letzte Woche komplett versagt in deinem Match. In dem Gauntlet-Match gegen Ricochet bist du ja sang- und klanglos untergegangen. Ob man dann Dom-Dom noch rausschicken muss gegen Ricochet, ja, macht vielleicht vom Storytelling Sinn, dass beide da sich gegen den gelegt haben und verloren haben. Aber es riecht irgendwie nach einem Rauswurf oder nach irgendeinem Split. Und ich habe es schon vor vielen Wochen gecallt. Merkt euch das Gespräch zwischen Andrade, Dominic Mysterio. Ich glaube, das war vor Chamber. Was vor dem Chamber? Auf jeden Fall habe ich das im Podcast, glaube ich, angesprochen. Wie unfassbar respektvoll Dom Dom mit Andrade umgeht. Ich glaube, was danach? Ich glaube, dass das auf irgendwas hinausläuft, was mit Andrade und Dom Dom zu tun hat. Wie so eine Art Mentor oder so. Und dass Rhea dann so ein bisschen endlich mal ihr allein ihr Ding machen kann. Ich rieche einen Judgment Day Split. Und den könntest du bei Mania ziemlich einfach ausüben, beziehungsweise nach Raw After Mania. Mal abgesehen davon, dass Baylor aussah wie irgendeiner aus GTA 5 oder so, der zu spät einen Bus erwischt hat oder sowas. Ich weiß nicht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also, ich habe schon viele unpassende Outfits gesehen, ne? Aber das hatte ein bisschen was von, ich habe 8 Mile jetzt zum ersten Mal gesehen, ich ziehe mich jetzt genauso an, Baylor. Hätte nur noch gefehlt, dass er sagt, lose yourself in the music, come on. Also es war ein ganz, ganz schlimmes Outfit. Ich finde es auffällig, dass Damien immer derjenige ist, der was auszusetzen hat. Später ins Bild kommt man mit jemandem, JD kurz streitet, glaubt, Damien ist am Arsch. Ich glaube, vielleicht ist er am Arsch. Vielleicht schätzt sich Damien aber irgendwie auch zu hoch ein. Der hat den Money in the Bank Koffer. Der ist, glaube ich, ganz, ganz siegessicher so. Der glaubt, dass der einen richtigen Cash-In durchkriegt. Und der weiß, dass er Tag-Team-Champion ist. Vor wem soll er da Respekt haben? So, der ist gefühlt der stärkere Teil vom Tag-Team. Der ist stärker als JD McDonald. Der ist stärker als Dom-Dom. Die Einzige, die ihm ein bisschen Konkurrenz macht, ist halt Rhea. Bei ihr ist er auch immer so ein bisschen vorsichtiger zumindestens. Aber auch ein bisschen aufmüpfig. Der wirkt sehr... Also er hat ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein. Also ich rieche einen Judgment Day Split. Auf der Basis, dass man JD jetzt angeprangert hat, wie schlecht das war, das Match, das er verloren hat. Dom Dom hat das Match jetzt auch verloren. Rhea ist in der Frauen-Storyline drin und darf eigentlich aus Judgment Day nicht raus. Also wenn Judgment Day ohne Rhea funktioniert, Judgment Day nicht. Damien hat seinen Koffer, der immer noch nicht eingelöst ist, der auch wahrscheinlich ein Fail-Cash-In wird, wenn das so weitergeht. Und zusätzlich, und ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind, Chat, um einen kleinen Spoiler zu geben für WrestleMania. Also mich würde sehr wundern, wenn JD, also Judgment Day, nach Mania noch überhaupt Tag-Team-Champion ist oder einen der Gürtel hat. Ich glaube, dass also dieses Leiter-Match riecht nach Titel abgeben oder zumindest einen der Titel abgeben. Und damit würdest du auch langsam den Finn Balor Split hinkriegen. Dann kommt noch Andrade hinzu, der ja auch noch irgendwie dann einen rausziehen könnte. So. Vielleicht versucht Damien dann auch noch bei WrestleMania einzucashen, was nicht klappt, aus Wut, weil er irgendwie die Tag-Team-Titel verloren hat. Also da gibt's schon Potenzial. Was ist denn, wenn Andrade und Dom auf New Day oder so geht und die für Mania außer Gefecht setzt? Natürlich ohne, dass jemand das mitbekommt. Dann nehmen Dom Dom und Andrade einen Spot beim Ladder Match. Nach dem Motto, Dom und Andrade haben euren Rücken. Nur noch 6 oder 8 Gegner. Am Ende turnen Dom und Andrade gegen Priest und Baylor. Ja, aber du musst ja dann auch erstmal Andrade und Dom jetzt... Also du meinst... Ja, du meinst, dass Andrade jetzt kurzfristig noch Judgment Day joint vorher. Ist sie kurzfristig. An sich keine schlechte Idee. Aber der hat ja nächste Woche erst sein Match. Ja, dann wären es noch 2 Wochen oder eine Raw ist das noch, ne? Ja gut, aber sie werden Dom ja nicht mit Andrade matchen, wenn er nicht Teil von Judgment Day ist. Aber Rhea sagt, Dom hat mit Andrade gesprochen. Sehe ich zumindest nicht, wenn er nicht irgendwie sehr, sehr involviert wird in Judgment Day. Weil dann machst du Rhea dafür verantwortlich, einen unklugen Schritt gemacht zu haben. Von wem der Schritt kommen könnte, ich nehme mal Rhea raus. Was ist denn, wenn Baylor das sagt? Weil Baylor hat vor ein paar Wochen schon mal gesagt, I know him, also ne, ich kenne den, der könnte eine gute Addition sein für Judgment Day. So, das waren die Worte, die Baylor so in die Runde geworfen hat. Und wenn Baylor sagt, ich kenne den, das ist ein guter, wenn der sagt, der hat unseren Rücken, dann hat der unseren Rücken. Dom Dom, mach du mit ihm, komm. Und dann habt ihr uns. Ja, also, dass Dom Dom kein Match bei Mania hat, tut mir auch richtig weh. Ja, vielleicht eine Option. Vielleicht ist auch, ich glaube nicht mal, dass man jetzt irgendwie New Day rausnimmt, weil New Day brauchst du irgendwie da drin bei Mania. Frag mich nicht warum, aber Leute wollen New Day da drin. Vielleicht tut sich auch was irgendwie mit Montez und AOP, dass ein Team das andere ausschaltet und da ein Nachrücker sein muss zum Beispiel.
Kann auch sein. Aber Möglichkeiten gibt's. Möglichkeiten gibt's. Könnte man drüber nachdenken. Ich weiß nur nicht, ob ich in so einem. Also bisher, warte, wer ist drin? New Day ist drin, DIY ist drin. Klar, jetzt kann man über Awesome Truth und sowas diskutieren, aber die gab's schon mal. Ach nee, stimmt, die müssen ja am Freitag noch. Stimmt. Tyler Bate und Dings müssen ja noch. Okay, das heißt Awesome Truth, New Day und DIY. Und natürlich JD. Das heißt, zwei Spots sind noch frei. Aber ist bei SmackDown nicht nur noch ein Match? Ah, stimmt. Ja, ja, okay. Ja, guck mal, AOP und Street Profits. Was ist denn, wenn die Street Profits das holen, sich qualifizieren und AOP komplett durchdreht und die Winde weich prügeln und du dann mit einem Slot wieder frei hättest? So geht's ja auch. Ich finde es schade, dass Imperium nicht mit dabei ist. Ja, es gibt ja die Gerüchte, dass irgendwie eine leichte Verletzung da sein soll. Ist auch echt schade. Oder nee, warte, OC versus irgendwen. Ist das nicht alles jetzt bei SmackDown stattfinden? OC gegen Waller und Theory. Okay. Wild? Das wusste ich noch nicht. Also im Moment wüsste ich jetzt nicht, wie man rausnehmen sollte. Ideen kann man immer sammeln, so, aber ich glaube nicht, dass man in dieses Leitermatch ein random Tag-Team stecken wird. So super random zusammengewürfelt. Das glaube ich nicht. Aber Idee ist nicht schlecht. OC ist aber auch im NXT Tag-Team-Turnier die Woche, random. OC, tendenziell ein geiles Tag-Team da drin, ne? OC ist sowieso ein geiles Tag-Team. Luke Gallows und Karl Anderson sind richtig gut. Ich sehe die sehr, sehr gerne im Ring. Viel zu wenig Showing, die beiden. Haben DIY eine Chance für dich? Nee. Wenn ich ehrlich bin, nicht, nee. Weißt du, gegen wen OC heute Abend antritt? Braun Breaker oder was? Ist heute ein Breaker-Match? Hank und Tank. Echt? Endlich mal ein gutes Showing, wa? Für Hank the Tank. Ich wollte eigentlich nur zu dem Segment, wir sind voll abgedriftet, ne? Zu dem Judgment Day Segment sagen, für mich hatte das die ersten Tendenzen zu einem Split. Also ich könnte es mir vorstellen, dass da ein bisschen was passiert, dass man da so kleine Gruppierungen rausreißt. Für JD könnte das böse sein, weil ich wüsste halt nicht, wohin mit JD dann. JD könnte mit Bella was machen, die haben eine Vergangenheit. Ne? So hat das ja überhaupt erst angefangen. Dom vielleicht in Richtung Andrade und Damien halt solo, ohne alles. Vielleicht so in die Richtung. Aber Judgment Day gerade ein bisschen interessanter geworden. Gefällt mir. Ja. Dann können wir einmal ganz kurz über die Tag Team Matches sprechen. Und dann greifen wir nochmal an, das, was ich eben gesagt habe zum Start. Ich verstehe nicht so richtig, warum die Tag Team Matches gerade so einen schlechten Ruf haben. Oder warum man sagt, es sind zu viele Tag Team Matches. Es ist ein guter Lückenfüller, damit du halt nicht jetzt gerade irgendwie die ganze Zeit noch 3-4 Wochen irgendwas random Matches kreieren muss und sonst was bis Mania, sondern stärkt die Tag Team Division, was ich sehr gut finde. Nichts anderes muss das sein. Zeig gute Matches, bau sie langsam weiter auf und du baust die Tag Teams auf. Und das ist die große Kritik, die man die Jahre oder die letzten, ja, anderthalb Jahre, zwei Jahre oder sowas gebracht hat. Es hieß immer, man zeigt die Tag-Teams zu wenig, die kommen irgendwie in Mix-Teams, irgendwie gibt es nur noch Mix-Tag-Teams. Jetzt zeigt man die Tag-Teams und versucht dann langsam wieder was auf die Beine zu kriegen, dann heißt es, ja, das ist mir jetzt aber zu viel Tag-Team. Dafür habe ich kein Verständnis. Also so richtig kann man es halt nie den Leuten recht machen, habe ich das Gefühl. Für mich ist das ein richtiger Schritt, ein erster richtiger Schritt, etwas, was sich gerade seit Wochen kontinuierlich aufbaut, dass man den Tag-Team-Division mehr, also mehr Fokus drauf legt, auch mit dem Six-Pack-Tag-Team-Match. Finde ich also sehr, 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 sehr gut. Bisher haben wir da auch sehr, sehr stabile Matches gesehen. Bei SmackDown war es schon richtig, richtig, richtig gutes Match mit LWO gegen Angel Garza und Humberto Carrillo. Ob man die Story bei der ganzen LWO und Legado del Fantasma Story mag, ist was anderes. Aber dass das In-Ring gezeigt wurde, war stark. So. Und das ist das, worauf das jetzt erstmal aufbauen muss. Du musst jetzt erstmal Matches zeigen und musst den Leuten erstmal zeigen, guck mal, wir haben die Tag Team Division nicht vergessen. Guckt euch das an. Die können was. Das können interessante und gute Matches werden. Deswegen ruhig angehen. Und wir haben für mich bei Raw den absoluten Showstealer im Tag Team Match gesehen. Mit für diese Raw. Das Match hättest du mir so auf die Mania Card packen können. Und ich hätte gesagt, geil. Und ich bin sehr froh darüber, dass das so gelaufen ist. Ich möchte an dieser Stelle einmal kurz sagen, ich liebe Julius Creed. Julius Creed ist eine verdammte Maschine. Eine verdammte Maschine. Brutus ist okay. Kann ich mir was mit anfangen? Der sieht vielleicht so noch ein bisschen mehr aus. Aber Julius Creed ist eine verdammte Maschine. Ein technisch geiler, sauberer, kreativer Wrestler. Der überhaupt nicht danach aussieht, aber der hat die letzten Wochen schon so geile Aktionen, saubere, stiffe Aktionen gebracht. Diese One-Handed Powerbomb. Was? Und bei DIY gehen die Creed Brothers auch einfach mal ein geiles, kreatives, cooles Finish gehabt.
was die Leute auch mitgerissen hat und was die Leute, glaube ich, dazu gebracht hat, DIY mal einen guten Pop zu geben. Ist ja jetzt auch nicht so, dass DIY mit Pops gesegnet ist. Und ich glaube, dass der Ausgang des Matches und die Art und Weise, wie man das gemacht hat, dafür gesorgt hat, dass DIY ein bisschen besseres Standing hat. Weil das, was die Creed Brothers im Ring gemacht haben, war pervers. So. Technisch war das pervers. Alles war pervers. Also, die waren alle gut. Versteht mich nicht falsch. So. Aber die Überraschung und dieses Hin und Her und die Kreativität hat DIY gut getan für den Pop. Und, wenn mich nicht alles täuscht, ist das doch für beide, für Tommaso und auch für Johnny, das erste Mania, oder? Ja, aber keine Story. Ja, und jetzt? Wie willst du denn auch... Die Story ist, dass die sich für ein Tag-Team-Tournament qualifizieren, Fitz. Das ist die Story. Es geht... Du kannst doch nicht in einen Turnierbaum haben, wo jedes Match eine Story hat. Welches Wrestling-Turnier hat in jedem Match eine Story? Hätte die Creed Brothers gerne bei Mania gesehen. Spotter, voll bei dir. Ich finde die beiden total geil. Aber wenn wir auch mal nüchterner dran gehen, ist das auch schon cool zu sehen. Und ich glaube, so im Ring, die Reaction von den beiden zeigt auch, die beiden bedeutet das viel, dass sie bei Mania sich als DIY zeigen dürfen. Und ich gönne das auch Tommaso sehr. Er hat nun mal auch keine leichte Story, was die Verletzung angeht. Und Johnny ist ja sowieso, hat nicht so viel Ausstrahlung. Im Ring kann der Typ halt alles. Aber Ausstrahlung, boah, ist halt so ein Ding. Aber die beiden haben, ich glaube, die beiden haben sich das sehr verdient und die haben sich auch sehr gefreut. Und mich freut das, dass die ihr erstes Mania-Showing haben. Eine Welt, wo man irgendwann hätte sagen müssen in 2-3 Jahren, kennt ihr noch Tommaso Ciampa und Johnny Gargano? Ja, super Wrestler. Ah, die waren nie bei Mania. Das wäre hart gewesen. Von mich ist Tommaso als Singles-Wrestler viel besser. Ich finde Tommaso auch super. Aber ich glaube, zum Starten ist das gut. So, ich glaube, zum Starten ist das gut. Du baust im Tournament Stories auf. Ja, vor allem, wir sind halt, wie gesagt, gerade an einem Punkt, wo die Tag-Team-Division bei Null ist, so. Und so ein Gauntlet-Tag-Team-Tournament haut dich halt sofort erstmal mit einer Wertigkeit da rein. Das ist wichtig. Und du kannst in ein paar Monaten sagen, guck mal, die Creed Brothers wollen die Revanche haben. Das war der Grund, dass die nicht zu Mania kommen, war DIY. So, und dann hast du schon eine leichte Story. Also Tag-Team-Matches mit Story. Du setzt vielleicht in einem Turnier Paarungen an, die eh miteinander zu tun haben. Oder in den Halbfinals, wie gesagt, Stories. Ja, genau, also später vielleicht. Gerade wenn du einen großen Turnierbaum hast. Aber gerade in den ersten Runden in einem Turnier sind selten Storylines drin. Ja, das passiert dann irgendwann Halbfinale, Finale so in die Richtung, wo du sagst, aha, jetzt treffen die beiden aufeinander. Ja. Finde aber auch Stories cooler, die anfangen mit, ey, lass mal Match machen. Dann sagt der andere, ja, lass machen. Okay, dann machen wir das Peng. Ist ja im Prinzip genau das Gleiche, ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst, Steini. Aber Brian Danielson gefällt das nicht. Also ich finde das auch nicht so schlimm. Ich finde, wir haben ein Bomben-Tag-Team-Match gesehen. Ist für mich ein 5-Sterne-Match. Ich habe kreatives Ding gesehen. Verstehe die Kritik an diesem Match nicht. Ich fand, die One-Handed-Powerbomb war einer der krankesten Aktionen. Also ein Angle-Lock in eine One-Handed-Powerbomb ist mit einer der widerlichsten Aktionen. Was ist das für ein kranker Motherfucker, der so eine Aktion so sauber und so geil ausführt, die ich seit langem gesehen habe. Dann dieser Double Moonsault von Brutus und Julius, super clean und schön gesprungen. Dann Brutus-Bomb? Brutus-Bomb, ne? Die angesetzt wurde. Wie unfassbar clean Tommaso da den Roll-Up macht, dann umgedreht wird, der Kick, einfach ein schönes, finde ich. Es war ein kleines Gemälde. Ich finde, das Ding war ein kleines Gemälde. Und das hat mir sehr gefallen. Deswegen habe ich an diesem Match nichts auszusetzen. Brutus Ball? Was habe ich gesagt? Ja, irgendwie sowas. Creed Ball, Brutus Ball, irgendwie sowas. Ich habe an dem Match nichts auszusetzen, ist für mich ein kleines Gemälde. Ich fürchte, die werden sich mit 12 auf den Füßen stehen oder es sind immer 2 Teams im Spot und der Rest fliegt rum. Aber ja gut, aber das ist ja, aber was erwartet ihr denn, dass 12 Leute im Ring sind, Devin? Das ist ja bei Mix oder großen Matches immer so. Dann sind vielleicht mal 4 Leute im Ring, 4 bis 5. Das ist in so großen Matches eigentlich immer der Fall, weil du es halt auch anders nicht hinkriegst. Weil dann stehst du dir halt natürlich nur auf den Füßen. Und gerade wenn es dann um ein Leitermatch geht, das wird ein Spotfest. Aber wir haben bisher halt sehr, sehr gute Leute drin, die auch ein bisschen was abreißen können und sich, glaube ich, auch gut in Aktionen werfen. So ein Johnny Gargano und auch ein Xavier und ein Kofi erwarte ich, dass die sich gut in Sachen reinwerfen. Ist halt bei so Multiman-Matches immer der Fall. Und das könnte, ich bleib noch dabei, Mania könnte das ein kleiner Showstealer werden, das Ladder-Match. Das könnte ein kleiner Showstealer werden. Mir fehlt noch so ein bisschen so dieses Team da drin, wo ich sage, die hauen sich da richtig in die Seile, ne, wenn ihr wisst, was ich meine. Also die gehen all in, so. Da fehlt mir noch eins. Bei Awesome Truth wird ein bisschen Sparflamme sein. DIY, okay.
JD halte ich gar nichts von. So, die werden, glaube ich, nicht viel schlucken. New Day vielleicht, ja. Aber mir fehlt noch so ein aufopferungsvolles Team. Ja, Street Profits wäre so ein Kandidat, die richtig Scheiße fressen in dem Match. Es wird ein Spotlight-Match werden. Move folgt auf. Ja, so Matches sind immer Spot-Matches. Dann siehst du vier Teams draußen, fünf Wrestler draußen, dann fliegt einer von der Leiter, der nächste springt vom Turnbuckle nach draußen durch eine Leiter oder durch einen Tisch. Ja, das ist ja nichts Schlechtes. So Matches sind ja immer so. Und ich erinnere euch nur an das Männer-Four-Way-Tag-Team-Match letztes Jahr. Das war ein kleiner Show-Stealer. Das war richtig, richtig Spaß. Ein Four-Way? Four-Way war das, ne? Mit Street Profits, Braun und Ricochet, Eric Ivar. Das war ein richtig, richtig gutes Match. Das waren ja auch nur Spots. So, und dann liegt auch immer mal einer draußen, dann passiert außerhalb was. Da passiert hier mal was, dann passiert mal wieder was im Ring. Dann fliegt einer vom Ring nach draußen. Also ich bin da positiv gestimmt, Stand jetzt. Ich muss eine Sache gestehen, ich kann mit Xavier nichts anfangen, aber als ich heute random erfahren habe, dass er Consequence Creed bei TNA war, muss ich zugestehen, ich war Fan damals. Kann ich tatsächlich nicht zu sagen. War kurzweilig und flott. Ja. Also im Nachhinein haben wir, glaube ich, alle gesagt, das war so ein überraschendes Match. Hätte keiner mit gerechnet, dass es so gut wird. Also ich verstehe die Kritik wirklich nicht. Also, dass da keine Storylines drin sind, kann ich als Kritik irgendwie nicht werten. Dass zu viele Tag-Team-Matches sind, kann ich auch nicht werten, weil da haben die Leute jahrelang nachgeschrien. Vielleicht lasse ich mir das noch so gerade mit der Storyline gefallen, okay. Aber das kann man halt jetzt auch nicht erwarten. So, du musst halt irgendwann mal einen Anfang machen. Und der Anfang ist jetzt gemacht und jetzt kommt es darauf an, dass man das Momentum, was man jetzt mit den Schwung, was man mitnehmen möchte, aus Mania oder in Mania rein, mit denen auch wieder rausnimmt und da direkt dran ansetzt. Ist so ein typisches Mania-Spotfest-Match, wie das Money in the Bank Mania sonst immer war. Ja. Ja. Aber Kartoffel, das hast du ja immer. Also, das sind ja, also, dass jemand was botcht oder dass sich jemand verletzt, das hast du in jedem Match die Gefahr. Das kann dir auch in jedem 0815 Random Tag Team Match. Es kann auch sein, dass Cody aus Tag 1 rausgeht verletzt und nicht eine gespielte Verletzung. Was machst du an Night 2? So. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Patty, moin. Und Schwarte, Dankeschön für den Follow. Gut, dann gehen wir zu Tag Team Matches. Sonst gab es Indus Share gegen Awesome Truth. Braucht man, glaube ich, nicht drüber reden viel. Lustiges Finish. Es ist ein Art Truth Finish irgendwie. Passt aber auch ganz gut zu dem, was ich an Potenzial sehe für Mania, dass Truth wirklich massivst verwirrt ist, wenn der vielleicht die Leiter hochgeht und einen der Titel holen muss. Ist lustig. Ich finde Awesome Truth in der Combo cool. R-Truth könnte das Zündlein an der Waage werden für JD. Ob man mit Awesome Truth in der Tag Team Division startet, weiß ich nicht. Ob man sich das traut? Ich glaube nicht. Aber es würde ja schon reichen, wenn bei Mania Truth der Grund dafür ist, dass JD nicht verteidigt. Das finde ich, das würde schon reichen für einen guten Pop. Ich würde nicht, wenn du sagst, du willst die Tag Team Division starten, mit Awesome Truth als Champion reingehen. Nur wenn es während des Matches die Möglichkeit gibt, dass die Titel gesplittet werden. Das ist der einzige Grund. Aber reine Tag Team Champions sehe ich die beiden nicht. Das finde ich keinen guten Start für eine Tag Team Division. Wenn du ein relevantes, gutes Tag Team hast, von mir ist es DIY, von mir ist es, wie auch immer da reinrutscht, okay. Aber als reine Tag Team Champions finde ich die beiden, ist wieder zu random und zu sehr Klamauk in dem Moment. Wenn du das ernsthaft betreiben willst, gib das einem vernünftigen Tag Team und von mir aus den zweiten Gürtel dann den. Und alles andere kann sich dann aufbauen. Bin ich gespannt. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht stehe ich alleine da, aber ich habe das Gefühl, R-Truth verliert aktuell ein bisschen Pop. Immer noch gut, aber nicht so. Ja gut, es kann es auch nicht ewig auf einem Peak bleiben, Peter. So, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der keinen Pop mehr hat oder so. Oder zu wenig Pop. Die haben sich gestern so dermaßen gefreut mit dem Pin. Sehe ich nicht, nee. Finde ich, sehe ich nicht. Okay. Was hat man noch? Gab es nicht noch ein Männer-Tag-Team-Match? Bin ich bescheuert? Ach so, das Xavier Woods-Ding. Ja. Also New Day. Boah. Gegen Otis und Tozawa. Die waren im Ring. Ja. Alpha Academy funktioniert nur in der Konstellation Chad Gable und Otis. Ich mag Tozawa. Ich finde Tozawa lustig. Als so fünftes Rad am Wagen zusammen mit Maxine. Aber es funktioniert, die Kombination Chad Gable und Otis. Alles andere, nee.
Nee. Dementsprechend will ich da gar nicht groß drüber reden. New Day ist bei mir ja sowieso ein, also rotes Tuch. Ich mag New, also was heißt, ich mag New Day nicht, das ist falsch. Ich finde New Day einfach, also falls man denkt, die Bloodline ist ausgelutscht, dann ist New Day wirklich, also nur noch Haut. Da ist gar nichts mehr drin. Da ist auch nichts mehr zu holen. Die sind durch mit dem Thema. Sofern nicht irgendwann nochmal Big E kommt, was ich nicht vermute im Moment, ist das Thema New Day für mich sowieso durch. Ich, falsches Wording, ja, bei Xavier Woods ausgelutscht sagen, ist ein bisschen schwierig. Es tut mir sehr leid, mein Fehler. Aber trotzdem, also New Day ist halt einfach mehr als auserzählt. Ich, ist gut, dass sie drin sind, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die immer noch so ein New Day-Hype haben und sich freuen, Kofi zu sehen und vielleicht auch Xavier zu sehen und vielleicht auch für kleine Kids, das cool ist, so. Aber overall ist New Day halt einfach nicht zu brauchen. Also nicht böse gemeint, die werden keinen Run mehr haben, so, die werden keinen Titel holen. Die sind Lückenfüller, die auch nicht mehr so viel Spots fressen können, weil halt auch zum Beispiel Kofi auch schon fortgeschrittenes Alter und auch jetzt viele Verletzungen zuletzt hatte. Von daher, ja, brauche ich New Day nicht, aber für das Match und für Mania. Irgendwie fühlt sich auch ein WrestleMania, vielleicht stimmt ihr mir zu, ein WrestleMania komplett ohne New Day-Spot fühlt sich auch irgendwie komisch an. Nee, Kofi auch als Singles-Wrestler nicht mehr, Panda. Kofi ist auch auserzählt. Der hatte seinen massiven Peak. Wie soll ein Kofi denn irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also selbst gegen Sammy nicht, wenn es dazu kommt. Also ich sehe Kofi noch im Tag-Team, also das ist auch nicht böse gemeint oder so, aber das muss halt dann auch irgendwie so ein bisschen auspendeln. Allein schon mit der verletzten Historie. Also ich sehe den nicht irgendwie in irgendeinem Travis und Jordan Outfit und dann durchwirkt der cool. So. Hat bei Finn Bella auch nicht geklappt in der Episode, Panda. Ja. Und der kam als 8-Mile-Verschnitt. Ne? Ja, viel mehr brauchen wir, glaube ich, nicht noch zu New Day sagen. Mit New Day kannst du nichts erzählen, mit Kofi kannst du nichts erzählen, eventuell mit Schnee, mit der Low-Mid-Card. Ich muss sagen, dass ich, glaube ich, einer der wenigen bin, der ein bisschen hooked ist, was das Storytelling angeht von Indi Hartwell und Candice LeRae. Jetzt habe ich es gesagt. Ich habe da Bock drauf. Ich finde, das ist gut erzählt. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, man macht das gut. Das muss ja keine Main-Event-Story werden. Das wird auch keine Main-Event-Story werden. Aber für so eine Mid-Card-Frauen-tote Tag-Team-Division, also die ist ja wirklich tot. Die ist toter als tot. Da ist ja gar nichts. So, wenn du denkst, die Männer sind tot, also die Frauen-Tag-Team-Division ist mausetot. Ich finde das kreativ gelöst. So dieses, ja, also du hast so dieses über, irgendwie Indi sieht ja auch einfach aus wie das Über-Babyface. Das Über-Babyface. Und ich mag Indi Hartwell. Ich finde, Indi ist furchtbar talentiert, aber auch leider furchtbar gebuckt seit ihrem Call-Up. Jetzt hat sie natürlich auch am Anfang ein bisschen Probleme gehabt mit ihrer Verletzung und so, war ein bisschen Pech. Aber wenn du überlegst, wie gut Indi bei NXT war, ist es schade, wie sie da gerade steht. Und deswegen finde ich es schön, dass man auf die kluge Idee kommt, vielen Dank, Head of Creatives, dass es sowas noch gibt, auch mal in den Low-Card, Mid-Card-Stories einfach mal kleine Twists reinzubringen, kleine Turns reinzubringen, nicht einfach nur so seicht erzählt, so, ja, ich klopp dir die Fresse ein, jetzt sind wir getrennt, sondern sozusagen, das sind beides irgendwie super facige Charaktere, also Candice und Indi sind irgendwie super facige Charaktere, die sind bunt, die haben ein buntes Outfit, hihihi, hahaha, bunte Haare. Aber dann zu sagen, dass eine davon sich so aufgrund des Misserfolges wandelt, aber die andere nicht so ganz mitzieht, aber trotzdem mitzieht, weil sie immer gewinnt. Das ist nichts super Kreatives. Das ist jetzt nicht so, als hätte man das noch nie gesehen. Aber das ist halt Investment in eine Story, die noch keine Relevanz hat. Aber du musst ja auch für die unteren Stories oder die Midcard-Stories auch irgendwie sich so ein bisschen Kreativität reinbringen und ein bisschen, dass die Leute hooked sind. Und da geht es nicht darum, dass man danach sagt, das muss ein Main-Event werden, sondern man erzählt mir was. Und das tut man. Candice war letzte Woche sehr, sehr stark gegen Maxine. Ich fand Candice auch diese Woche wieder stark in ihrem Showing. Und ich finde es auch gut, wie Indi das gerade worked. Und ich habe da Bock drauf. Und wenn mich das dann dazu bringt, dass Candice eine Heel-Rolle hat und die erste Fehde Indi Hartwell gegen Candice wird und Indi damit endlich ein Solo-Showing bekommt und das vielleicht der erste Türöffner ist für Indi,
in den Midcard zu stoßen und ein bisschen höher zu rutschen, ey, dann nehme ich das mit Kusshand. Hab ich Bock drauf. Ich mag Indie. Freue ich mich drauf. Und mehr braucht's nicht. Ich finde schön, dass man da so ein bisschen investiert und das nicht einfach nur stupide runter erzählt. Das finde ich erstmal wichtig. Und keine Ahnung, aber ich sehe schon, ihr seid auch alle Indie-Hardware-Fans, ne? Ich kann's verstehen. Aber guck mal, selbst in der Storyline Austin Theory und Waller wird ein bisschen investiert. Und du brauchst halt auch mal eine stabile Midcard. Hauptsache irgendeine relevante Story für die Midcards und nicht jede Woche ein random Tag-Team. Ja, genau das. Ist ja auch schon ein bisschen random, so, das Tag-Team. Aber die müssen ja kein Bray Wyatt-Storytelling haben, die Midcard-Dinger. Ein ganz, ganz stumpfes, solides Storytelling, was aber Sinn ergibt. Und das ergibt Sinn. Man verliert alles, man dreht durch, so, die eine zieht mit, die andere nicht. Easy. Ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr. Die haben die Former Tag Team Champs easy weggehauen. Ich mag, dass gerade so ein bisschen Spice reinkommt. Ja, und ohne dass sie halt irgendwie schlecht aussehen. Ne? Man hat das so über eine Knieverletzung erzählt und so. Ist ja jetzt auch kein langes Match gewesen. Ne? Das ist einfach eine kurzweilige Storytelling, auch ein kurzes Match gewesen. Aber es hat halt allen was gebrannt. Du hast die Bergheim-Girls nicht schlecht aussehen lassen, aber hast halt den anderen beiden eine Storyline mitgegeben. Win-win für alle. Ich freue mich drauf. Über Becky gegen Nia haben wir ja schon geredet. Ich glaube, matchtechnisch sind wir durch, ne? Ah, ich bin doch noch gar nicht durch. Ich komme doch jetzt erst zu Sami Zayn. Lass mich doch mal reden, Steini. Deswegen bin ich ja gerade überlegen, ob wir alle Matches durch haben. Weil ich wollte mir das Sami-Ding extra zum Schluss aufheben. Warum bist du denn so übereifrig? Den wolltest du mir jetzt nicht geben, den Take, ne? So, ich guck mal kurz, was Steini schreibt, weil das wäre jetzt nämlich der Punkt gewesen, weil ich auf Sami Zayn zu sprechen kommen wollte. Vielen Dank nochmal. Schade, dass keiner die Transition würdigt. Das war für mich das Beste, was ich die letzten Wochen gesehen habe bei Raw. Der Übergang von Sami geht Backstage an Mr. Truth und DIY vorbei. Die gehen drauf ein, gehen dann direkt flüssig ihre Promo über. Danach direkt raus. Das war so maximal gut produziert. Vom Reingehen von Sami bis zum Rausgehen von Miss und Truth. Das war überragend für das Auge und Dynamik. Danke für den Hinweis, Steini. Es wäre mir gar nicht aufgefallen. Danke, dass du mir das vorweggenommen hast. Möchtest du demnächst die Reviews machen? Ach nee, du machst ja keine, weil du bist ja gemütlich. Sitzt du in deinem Noble Chair, schneidest da 34 Videos und machst da deine Millionen und erzählst uns dann wieder, oh, ist aber auch finanziell schwierig und fliegst dann zu Mania, lässt deine Freunde zu Hause, aber gut, einen nimmst du ja mit. So, weiter geht's. Also, Sami Zayn, Chad Gable Segment, Sami Zayn, Gunther Segment, um das einmal aufzurollen. Ich selbst hatte, jetzt muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Ich selbst hatte eigentlich Bock aufs Match Sami Zayn gegen Gunther. Ich bin ehrlich zu euch. Ist Sami Zayn jetzt ein Gegner, wo ich sage, der strahlt die Gefahr aus, die er braucht für Gunther? Nicht zwingend. Ja, also eigentlich fast gar nicht. Aber das, was so in-Ring passieren kann und so, glaube ich, wird das ein geiles Match, weil Sami auch im Moment in einer guten Verfassung ist. Der traut sich auch wieder viel mehr zu an Stuff im Ring. Deswegen habe ich tendenziell sehr, sehr viel Bock drauf. Aber Sami wird mir nicht gut genug dargestellt. In keinerlei Hinsicht. A, dass er diese Tipps braucht von Chad Gable, von wegen, du kannst so nicht gegen Gunther gewinnen, so in der Art mit diesen Selbstzweifeln, die du hast, so kannst du gegen Gunther nicht in den Ring. Das ist ein anderes Kaliber in dem Ring. All das, und das ist das Komische dabei, das ganze Segment, auch das Promo-Segment vorher, wirkte für mich, als würde ich eigentlich eher Chad Gable gegen Gunther sehen, als Sami gegen Gunther. Und als hätte ich auch mehr Bock auf Chad Gable gegen Gunther als Sami gegen Gunther. Und Chad Gable ist auch gefährlicher für Gunther. Ob er jetzt schon mal verloren hat gegen ihn oder mehrfach verloren hat oder was weiß ich. Oder auch zuletzt der Einzige war, der ihn irgendwie mal besiegen konnte mit dem Countdown. Aber Chad Gable wirkt einfach gefährlicher. Und Sami wird mir nicht stark genug dargestellt für das Match irgendwie. Ich habe Bock auf Sami. Ich sehe Sami immer gerne. Sami ist ein geiler Typ, ist ein geiler Wrestler. Ich meine, muss ich sowieso als KO-Fan irgendwie appreciaten. Aber ist ein geiler Wrestler und ich bin froh, dass es dem wieder gut geht und dass er fit ist. Und hatte letztes Jahr sehr, 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 sehr gutes Showing. Und umso weniger verstehe ich, warum Gable dem nicht vorgezogen wird. Oder nicht vorgezogen wird, aber da keine Rolle spielt. Ich spekuliere immer noch ein bisschen darauf, dass es ein Triple Threat wird. Bin ein bisschen enttäuscht von der Promo von Sami, weil Gunther mal wieder, und das wird mir viel zu wenig appreciated, eine hervorragende Promo gehalten hat. Gunther entwickelt sich gerade zu einem echten Promo-Monster.
Ich habe keine Ahnung, wo das auf einmal herkommt, aber seitdem der so ein bisschen sich abkapselt von Imperium, Alter, du musst einen Sami Zayn erstmal auffressen. Das hat der getan. Der hat Sami aufgefressen und seine Knochen ausgespuckt. Ich hatte, letzte Woche hatten wir, glaube ich, Steini hat das gesagt so, ja, Chad Gable wäre irgendwie sinnvoller gewesen für Gunther. Ich habe dann gesagt, ja, Chad Gable hat aber auch schon 2-3 Mal verloren jetzt gegen Gunther. Oder es wirkte, ich glaube, zuletzt hatte er noch verloren. Das ist, fühlt sich einfach frischer an. Sammys Niederlage gegen Gunther ist schon sehr, sehr lange her. Und bei Gunther bist du halt mittlerweile auch an einem Punkt, wo der schon über alles drüber gemäht ist. Hatte aber auch da im Hinterkopf, Sammy wird was stärker dargestellt. Der hat das Gauntlet-Match gewonnen. Halb kaputt gegen Chad Gable. Wie kann der in der Promo da sitzen und Gunther sagt ihm nur, ich sehe die Angst in deinen Augen, ich sehe die Verunsicherung, und der fängt an zu zucken und wird klein, um dann 2 Sekunden später aufzustehen und zu sagen, ich mach dich platt. Aber da auch ohne Gewicht, das, was Gunther macht und Gunther zeigt und Gunther sagt, hat 100% Backup. Ich kann das nicht, wie soll ich das sagen? Das ist Gunther, so. Der steht im Ring, der steht seinem Mann, der hat eine Ausstrahlung, so. Du weißt ganz genau, wenn du mit Gunther in den Ring gehst, wird es unangenehm. Der hat eine Selbstsicherheit gewonnen. Auch, wisst ihr, was bei Gunther dazugekommen ist, was man monatelang nicht gesehen hat? Dieses süffisante Lächeln, dieses süffisante Lachen. So immer dieses, du willst gegen mich gewinnen. Das kam die letzten Monate super, super zum Tragen. Und jetzt auch, wenn der Gegner, wenn sein Gegenüber irgendeine harte Punchline raushaut, ist das Erste, was Gunther macht, erzähl du mal, ich glaub dir überhaupt nichts. Mach du mal, ich bin doch hier, ich bin der Krasseste. Erzähl du mal weiter, es juckt mich nicht, Sammy. Egal, wer das macht, selbst bei Chad Gable oder sonst wem. Der hat dieses von oben herab. Das hat er sich erarbeitet und der kann das gerade backen. Der Typ ist gerade am Mikrofon, Gunther hat eine perverse Entwicklung gemacht. Aber von Sammy habe ich mehr erwartet, was Storytelling angeht. Gerade nachdem er so dieses, der hat ja diese Kurve nach unten, dann hat er das Gauntlet-Match gewonnen und jetzt erwarte ich eigentlich, nachdem er das Gauntlet-Match gewinnt, dass Sammy eine super Promo raushaut und erklärt, warum und so. Und aber nur zu sagen, ja, immer, also die Leute haben nie an mich geglaubt, so, ich musste mir alles erarbeiten. Ey, Bro, das musste Gunther auch. Gunther kommt aus den kleinsten deutschen Indie-Ligen und ist in Amerika. So, das Argument zählt nicht. Erzähl mir was Neues, Sammy. Erzähl mir was, was Feuer entfacht. So, wir brauchen über Sammy nicht reden und über seinen Background und alles, was krass ist an ihm. Aber mir ist das zu wenig. Und kleine, coole Geschichte am Rande. Es wurde ja auch dieses, guck mal, wie Gunther rauskommt, so dieser adrette Typ, ne, gut gekleidet, ging nicht lump. Und guck mal, wie Gunther zu ihm sagt, ich sehe die Angst in deinen Augen, der Vertrag unterschreibt, so, ich werde das Ding behalten, und dann aufsteht und sich noch so richtig schön an dem Sakko so ein bisschen die Krawatte so, ah, wir sind fertig. Nochmal so richtig zeigt, guck mal, ich bin der gut gekleidete Typ, du bist der Lump, der hier total zusammengekauert sitzt. Sammy wird als der ewige Underdog dargestellt und deswegen sage ich euch, ich glaube, wir sind nicht mehr weit entfernt von einem Sammy-Heel-Turn. Sammy ist mit der Mania-Geschichte letztes Jahr auserzählt. Und das Einzige, was Sammy gerade nochmal retten könnte, ist der Sammy der Zeit vor der Bloodline. Der total abgehoben ist, der sich alles an sich reißen will, der cheatet. Anders sehe ich Sammy aktuell in keinem Run mehr. Hat er wieder den schrecklichen Theme? Ja, das stimmt schon. Sammy schafft es irgendwie gegen Gunther zu gewinnen und Chad frisst die Tatsache so oft, dass er bei Raw After Mania die Scheiße aus Gable prügelt und Heel turnt. Scheiße aus Gable? Du meinst umgekehrt aus Sammy. Also mir ist alles lieb bei Sami Zayn, nur nicht dieser geschlagene Hund. Das ständig Sammy, gerade für mich Solar Sikoa im Cody Crybaby Cosplay ohne Judgment Day im Rücken. Ja, vielleicht nicht Crybaby, ist vielleicht auch ein bisschen, weil, nee, so viel dann auch wieder nicht so, aber ist mir zu wehleidig alles. Ich weiß auch nicht, irgendwie bräuchte ich mal einen Face, der dem Heelchamp einfach mal sagt, scheiß doch, was du sagst, schau das Maul und tschüss. Hat sie ja, also allein schon LA Knight gegen Roman war ja genau so, Alter, der ist, LA Knight ist einfach beim Entrance von Roman rausgekommen, so, und hat ihn unterbrochen. Also da gibt's schon Leute so, aber das muss halt dann auch irgendwo mal positiv enden. Aber was machen wir mit Gable? Also, mir kann doch keiner sagen, dass Gable keinen Mania-Spot hast. Ist ja alles mit und finde es echt krass, dass ich das komplett anders sehe. Vielleicht hänge ich da emotional anders dran. Inwiefern, Panda? Tech-Title? Aber das ist ja auch durch. Ist ja Alpha Academy auch raus. Vielleicht später, ja. Gable muss einen Mania-Spot bekommen. Der muss meiner Meinung nach derjenige sein, der Gunther den Titel abnimmt. Ansonsten kann es aktuell keiner. Ja, also, es gibt schon noch ein, zwei Kandidaten. Der eine ist aktuell aus dem Roster entfernt.
Und der andere ist irgendwo Tag Team Champion oder in der Tag Team Division bei NXT gerade fest drin. Ansonsten sehe ich nach Gable auch nicht viel mehr. Bin ich bei der Terrorbanane, ja. Bei Mania sind Eingriffe relativ selten so. Aber ein Triple Threat kriegst du ja auch nicht mehr da rein. Also warum sollte irgendwie da noch ein Triple Threat draus werden? Gunther, Sammy hat sich das Match so erarbeitet. Also es ist sein Dienst, sein Verdienst. Vielleicht bei Raw After Mania könnte auch sein, dass... Ich glaube, er ist ja verteidigt. Was ist denn, wenn er einfach verteidigt so und jetzt sagt, jetzt ist wirklich gar keiner mehr da und dann kommt Gable nochmal raus. Vielleicht wirklich bei Raw After Mania ein Ding. Ich weiß noch, wie ich Chad in Köln getroffen habe, zu ihm gesagt habe, Future IC-Chef. Ich war mir damals so sicher. Ey, Gable hat in-ring alles. Aber ich finde auch, der macht sich gerade als Charakter gut. Vielleicht braucht Chad Gable noch ein paar Wochen, was das Charakter-Design angeht. Weil gerade, finde ich, sind die auf einem guten Weg. Der wirkt halt jetzt seriöser. Der muss da halt raus von diesem Alpha Academy-Ding, was so klamaukmäßig ist. Und das ziehen die ja gerade an und jetzt testen sie den vielleicht ein bisschen an. Mir kommt es halt so vor, als wenn Sammy für Bloodline der größte Segen war, aber hinten raus die Bloodline für Sammy zur Bremse wird. Kann mit Sammy überhaupt gar nichts mehr anfangen. Streunert alleine rum, hat keine Freunde, hasst sich selber, kein Plan. Sammy, KO, Run war auch für die Tonne, danach sage ich, wie es ist. Sagt sogar KO selber, ja. Tatsächlich sagt das KO sogar selber über ihren Tag-Team-Run. Ich habe die Woche noch ein Interview gehört und er sagte, hey, es war ein cooler Moment. So, aber haben wir das Maximum rausholen können oder haben wir das Maximum rausgeholt? Nein, wir hätten noch viel, viel mehr machen können, aber sollte halt nicht sein. So, das hat KO gesagt. Da waren sicherlich noch ein paar Sachen drin. Die haben es versucht, so, die glauben auch, also haben sie ja auch, die haben es ja auch die ersten Tage gut gemacht, aber irgendwann war es halt nur. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wir hatten keine Tag Team Division, du hattest nur die Usos die ganze Zeit, Usos, 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 hin und wieder mal JD, Usos, Usos. Da hast du 34 mal irgendwie Cody und die beiden im Tag-Team bekommen gegen JD. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Weil halt nichts anders da war. Das hat den Run halt ein bisschen kaputt gemacht. Ich finde, Sammy hat nach dem Tag-Team-Run nichts mehr gerissen. Eine Chance nach der anderen bekommen gegen Seth. Dann das kurze Showing gegen JD bei Wargames, seitdem immer wieder hochgekämpft und immer knapp gescheitert. Und jetzt laut den Interviews, ey, ich habe es immer wieder geschafft, aus der Scheiße rauszukommen und ich finde meinen Weg, gewinnt das Gauntlet und das IC-Ding. Aber die Story wäre ja jetzt eigentlich auch, dass er auch das wieder verliert, Panda. Weil immer wenn es gerade gut läuft, verliert er. Immer wenn es drauf ankommt, verliert er für mich. Also klar macht er immer so dieses am Boden geschlagen und wieder hoch, am Boden geschlagen und wieder hoch. Aber es endet ja immer gleich. Und du bist bei jeder Situation dann, wenn Sammy sich wieder hochgekämpft hat, sagst du so, jetzt aber. Und dann wieder nicht. Und das ist genau das, wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich eine potenzielle Möglichkeit für einen Heel-Run. Denn als Heel war er IC-Champion. Und hast ihn dann eventuell noch als potenziellen Kandidaten für Storylines mit CM Punk? Also klar, der hat nach dem Tag-Team-Run nichts mehr gerissen, aber der hat auch nie so das Momentum mehr gekriegt, finde ich. Sammy hat nie das Momentum, wo du sagst, boah, jetzt aber. Der ist irgendwie immer seit der Trennung mit KO das fünfte Rad am Wagen. Aber Mania-Preview machen wir noch. Aber um dann auch das drauf einzugehen, was Steini gesagt hat, ja, ich möchte das jetzt aufgreifen. Und ich habe das schon in die letzten Reviews und Previews immer wieder eingebaut. Die WWE testet sich die letzten Wochen immer wieder an neuen Production-Value-Sachen aus. Und auch jetzt wieder, der Übergang von Sammy zu Awesome Truth war überragend. Wir hatten letzte Woche, hatte ich auch schon erwähnt in der Review, diese 8K-Kameras beim Frauen-Tag-Team-Match zwischen Kabuki Warriors und Zoe Stark und Shayna Baszler. Da hattest du ja im Ring diese 8K-Kameras direkt so in der Großaufnahme von den Tag-Teams. Das sah schon sehr, sehr geil aus im Ring. Das kannst, stell dir mal vor, das von der Mania-Kulisse mit Roman und Cody in diesem 8K-Auflösung. Puh. Das war sehr, sehr sexy. Immer wieder auch Drohnenfahrten in die Halle rein, in die Arena rein. Dann hast du eine Kamera ganz oben vom Publikum, so wirklich sehr, sehr weit oben. Jetzt diese mit Sammy aus der Arena gehen und dann aber sehen, wie der an dir vorbeigeht und dann aber mit Awesome Truth in die Arena gehen. Voll geil. Das wirkt halt einfach wie ein sinniger, stimmiger Ablauf und bringt so eine geile Dynamik rein. Nicht so immer dieses stupide, oh, von außen jetzt die Kamera, jetzt ist der Entrance, du guckst drauf, die Kamera steht stupide an dem Entrance, wie die reinkommen, oh, jetzt stehen die im Ring, sondern du bringst so eine Dynamik rein. Und das brauchen die auch nicht jedes Mal machen, aber in coolen Momenten, finde ich, passt das super rein. Das war jetzt mal, ist halt jetzt auch gerade ideal, in so Matches machst du ja nicht viel kaputt oder in so Situationen. Du siehst so einen wütenden Sammy rausstampfen, der so ein bisschen getroffen ist und kannst dich einfach mal in so Weekly-Shows daran austesten. Voll geil.
Voll geil. Aber das gilt auch für Drohnenflüge, die die letzten Wochen in den Weeklies gemacht wurden. 8K-Kameras, Drohnenflüge, die in der Vorhalle gemacht wurden. Kamera-Angle vom Stadiondach so nach unten. Voll geil. Gebt mir mehr davon. Testet euch aus, wie ihr wollt. Ich nehme alles davon. Auch so dieses Heads up in den letzten Wochen, so wenn die halt mit The Rock im Ring stehen und die Kamera halt auf ihn halten. Oder guck mal, wie nah die Kamera an The Rock rangefahren ist am Freitag bei der Promo, wo du im Prinzip nur noch gefühlt die Augen gesehen hast von ihm. Dieses neue Production-Team, was wohl bei der WWE ist, testet sich gut aus. Und das gefällt mir. Jetzt hat er das Match, wirkt logisch immer noch wie der Underdog. Gable fordert extrem viel, völlig verständlich, In-Ring-Top und gerade gegen Gunther. Aber der hat ja quasi das gleiche Ansehen wie ein Sammy. Der wird auch nur verprügelt, ob Tag-Team oder Singles-Match. Ist doch genauso oder sehe ich das falsch? Chat muss einen Tick Richtung Terrier gehen, dann feiere ich ihn auch mehr. Für mich zu lieb irgendwie. Der Unterschied ist, finde ich, bei Gable, dass Gable sich nicht hängen lässt. Also ich finde, der Unterschied zwischen Sammy und Gable ist, Sammy verliert ein Match und den kannst du erstmal so einen halben Monat rausschreiben oder einen Monat rausschreiben, bei der er sich erstmal, oh, ich habe wieder verloren und jetzt bin ich mehr in der Welt. Hello, darkness, my old friend. So, und bei Gable ist so, ich habe schon wieder verloren. Ich muss wieder hochkommen. Der hat eine andere Attitude. Ja, ich will irgendwann Braun und Gable als Tag. Also Braun Breaker und Gable als Chad Gable als Tag Team. Oh je. Yeah. Geiler Call, Steini. Nehme ich mit Kusshand. Also die nehme ich mit Kusshand. Sehr geiler Call. Würde auch passen. Also da bin ich bei Gable und also. Tendenziell bei Gable und Sammy sehe ich genau diesen Unterschied. Gable hat so, der hat diese Power, weißt du? Vielleicht liegt es auch daran, dass er so als kleiner Mann so das Moveset hat, was er hat. So, aber das ist das, genau die Power, die mir bei Sammy fehlt. Bei Sammy wirkt alles immer so, oh, boah, ja, jetzt hat er mir aber einen bösen Spruch gesagt. Ja, weiß ich überhaupt nicht, was ich gegen sagen soll. Ich sag dir, sitzt Sammy nicht in dieser Promo, sondern Gable sitzt ihm gegenüber, kriegt Gunther Backfire. Nein, also Sammy ist ein grandioser Wrestler. Also wer sagt, dass Sammy kein guter Wrestler ist, dem kann ich wirklich nichts abgewinnen. Safe nicht. Also Sammy ist ein hervorragender Wrestler. Hervorragender Wrestler. Hat natürlich auch ein bisschen eingebüßt, der Körper und sowas. Der war auch nochmal krasser, aber das ist doch logisch. Das ist bei KO und bei allen anderen, die jetzt über 10 Jahre das ganze Ding machen, nicht anders. Weiß nicht, ob Bolo unendlich Bock auf einen Solo-Run von beiden. Ey, ich auch. Bin voll bei der Mirage, aber wenn mir das als Tag-Team gibst, als Start, würde ich auch nie Nein sagen. Ich sehe das Match halt eher so als meine zwei Babys damals in der WXW gesehen, jetzt auf der Mania-Bühne. Das ist so ein kleines Wunsch-Mania. Wunsch-Match vielleicht deshalb. Habe ich ja auch gesagt, Panda. Ich habe ja Bock da drauf. Also verstehe mich nicht falsch. Auf das Match an sich habe ich voll Bock, weil das wird ein gutes Match werden. Sammy wird alles reinlegen für Gunther. Zu 1000%. Das sind so Matches, die haben so Indie-Vibes. Die haben nicht so diese großen Star-Vibes. Das ist halt, deswegen sage ich zum Beispiel immer, ich würde mir wahnsinnig wünschen, einfach mal ein 20-Minuten-Match, einfach loose kennen, einfach ohne, dass sie nachdenken müssen, Bock zu worken, Seth Rollins gegen Gunther. Aber der Seth Rollins jetzt nicht die letzten Wochen, so davor den Seth. Weil einfach ein geiles Match, das ist für mich so ein kleines Dream-Match, das möchte ich einfach sehen. Weil das auch so ein bisschen, das hat auch so ein bisschen Indie-Flair. Bin ich voll bei dir. Aber Sammy braucht mehr Charakter. Wenn Sammy, wie viel Bock hättest du auf dieses Match, wenn Sammy in diesem Segment am Tisch gesagt hätte, weiß ich nicht, dein süffisantes Lachen ist eigentlich nur das Einzige, was dich ausmacht. Süffisantes Lachen zeigt eigentlich nur, wie unsicher du im Kern eigentlich bist, dass irgendwann deine Zeit auch vorbei ist und du nur auf den Tag wartest, dass es kommt. Und der Tag kommt, Gunther. Und der Tag ist am 6. April. Wo deine Unsicherheit zu deinem Stolperstein wird. Und ob du dann nach dem Match noch lachst, dann können wir mal sprechen. Und der sitzt aber stattdessen da, als Gunther das sagt und sagt, ja, also, deine Unsicherheit, ne, man sieht dir das in den Augen. Und dann guck mal auf die Augen von Sammy, das ist doch kein starker Contender für ein Mania-Match. Ich will im Mania-Match einen starken Contender haben und nicht so einen so völlig von Unsicherheit durchzogenen Typen. Und jetzt stell dir den Sammy vor, der da ein bisschen gegenhält. Das fehlt mir. Mir fehlt bei Sammy ein bisschen das Gegenhalten bei Gunther. Der hat so viel Zweifel gegen Gunther. Und ich habe bei Sammy das Gefühl, der kann sich immer noch nicht erklären, wie er das Gauntlet-Match gewonnen hat. Der weiß es einfach nicht. Vielleicht weiß Sammy aber auch insgeheim,
wenn Gable gewollt hätte, hätte der das Match auch beenden können. Aber sonst bin ich voll bei dir. Weil auf das Match an sich, Panda, habe ich seit Wochen Bock. Hättest du mich vor 2-3 Wochen gefragt, hätte ich dir gesagt, ich möchte lieber Sammy gegen Gunther sehen, als Gable gegen Gunther. Weil das Gable-Gunther-Match ist bei mir noch nicht so lange her. Und Sammy Gunther hätte echt Potenzial, hat Potenzial, ein Bombenmatch zu werden, weil die richtig reinlegen werden und richtig Tempo. Aber ich brauche ein bisschen mehr von Sammy in der Promo. Ich brauche ein bisschen mehr Charakter bei Sammy. Und dann ist alles cool. Aber wo wir bei dem Thema sind, ich bin ein Fan davon, von einer starken Darstellung, nicht so viel Geweine. Gehen wir doch mal auf die Cody Rhodes Promo. Und damit schließen wir dann auch die Raw ab. Auch wenn die Reihenfolge jetzt nicht immer so zu 100% ist, aber wir reden ja generell nur ein bisschen über Raw. Gib mir einfach mal ein Feedback von 1 bis 10. Was sagt ihr zur Promo von Cody? Die war überragend. 12 von 10, 7 von 10, 11 von 10, 8 von 10, 8,5. Habe ich geskippt? Okay. Also skippen weiß ich jetzt auch nicht. 11, 8. Okay, also ihr sagt durch, also sehr, sehr gute Promo, ne? Also René hatte bei uns in der Gruppe auch gesagt, sehr, sehr gute Promo. Vielleicht muss ich mir die auch noch ein, zwei Mal anschauen. Also René hatte bei uns in die Gruppe geschrieben, hat gesagt, boah, was eine krasse Promo von Cody. Und ich habe gesagt, ja, war okay. Aber es hat mich nicht so ganz abgeholt. Und ich weiß nicht mal, ob ich den Fehler bei Cody suchen muss oder bei mir. Vielleicht irgendwo in der Mitte. Ich fand die aber nicht so krass. Also, das ist so mein Empfinden. Aber das kann bei mir auch gerade einfach ein Problem sein, was ich mit Cody habe. Ich fand das ein Schritt nach vorne war es auf jeden Fall. Also, den gebe ich euch. Aber ich fand jetzt nicht, dass das eine 12 von 10 Promo war. Aber ich bin auch noch ein bisschen von der Raw von vor 3 Wochen oder 2 Wochen geschädigt. Mit Durchfall Dwayne und sowas. Ich glaube, das war so ein bisschen mein Problem. Und jetzt kriege ich ein Little Dick. Und das Argument von wegen, wieso bin ich dein Crybaby oder warum bin ich ein Crybaby? Du bist doch das Crybaby, zählt für mich leider nicht. Das ist für mich kein sinnvolles Argument, weil, also geweint hat The Rock schon mal nicht. The Rock wurde etwas zugesagt, was Cody dann einfach zurückgenommen hat. So. Und er hat sich dann beschwert, wieso sowas einfach geht. Das ist für mich kein Crybaby-Ding. Sich ständig in den Ring zu hocken und zu sagen, ich meine, Mama, Papa, Hund, Katze, Maus, was schwimmt Schwager dritten Grades. Das schon. Das ist ja das, was mich so ein bisschen stört, weil das zu häufig passiert. Mach das einmal, mach das zweimal, aber wir sind mittlerweile, glaube ich, beim 6., 7., 8. Mal, wo Cody, I do it for Daddy, I do it for Mommy, I do it for Brandy, I do it for my dog, I do it for weiß ich nicht was. Und es ist immer wieder das Gleiche. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und das ist für mich eher Crybaby, weil das ja auch nicht das erste Mal passiert. The Rock steht ja nicht im Ring und heult. The Rock beschwert sich, warum feste Zusagen, die getätigt wurden, nicht eingehalten werden. She helped me chop XY. Ne, KO hat er gesagt. Aber den Punkt gebe ich euch auf jeden Fall. Es ist ein Weg nach vorne, aber es war wirklich auch sehr, sehr am Boden nach Durchfall Dwayne. So, und nachdem danach in der Woche im Ring sitzen und weinen, war das ein Schritt nach vorne. Endlich. Aber es gibt so dieses Little Dick Syndrome, LDS. Also das ist so, also das ist wirklich auf, also für mich persönlich ist es auf einem Level von Durchfall Dwayne. Du hast einen kleinen Penis-Syndrom. No. So kleine da. No. Das holt mich wirklich überhaupt nicht ab. Also das holt mich wirklich gar nicht ab. Aber dieses Mutterthema, was er aufgemacht hat, das fand ich gut. Aber es ist für mich ein, ja, es schreibt, Kartoffel jetzt schreibt's, er reagiert, er agiert nicht. Ich möchte sehen, dass Cody The Rock angreift und The Rock sich verteidigen muss. Und im Moment schießt nur The Rock. Und Cody antwortet, ich will sehen, dass Cody Balls zeigt. Ich will sehen, dass Cody auf Angriffsmodus geht und richtig reingeht. Denn bisher zeigt er für mich nur Schwäche. Die Backpfeife ist auch eine Schwäche gewesen. War sie auch bei The Rock, klar. Außer es ist das große Storytelling. So, mal von vorne jetzt ein wenig. Es sind ja noch 2 Folgen bis Mania. Ich hoffe, Freitag macht er weiter. Und bei Raw, Mania, gleich nochmal. Am 1.4. ist Rock bei Raw, oder? Ja, Sidechick-Spruch war okay.
den gebe ich. Aber dieses LDS hat mich gar nicht abgeholt. Also das LDS hat mich gar nicht abgeholt. Der hat ein, zwei valide Punkte. Das, was Panda auch gerade schreibt, so das mit dem Alter. Du warst so ewig nicht im Ring und sowas. Du musst das jetzt erstmal backen, was du hier so sagst. Das sind gute, valide Punkte. Die muss The Rock jetzt auch beantworten. So, du warst ewig nicht da. Wie willst du jetzt eigentlich noch im Ring gegen uns steigen? Da bin ich gespannt, ob da was kommt. Aber ich brauche, also wie gesagt, dieses LDS hat für mich so viel irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie bin ich da vielleicht ein bisschen auch festgefahren. Vielleicht brauche ich auch nochmal eine gute Cody-Promo. Aber noch wirkt der mir nicht bissig genug. Mir fehlt so ein bisschen Biss noch. Ist mir noch alles ein bisschen zu klamaukig, aber ich will Biss haben, ohne dass er mir dann im Ring steht und weint und um seine Familie weint oder so, sondern ich will Biss haben, weil er sagt, ich hole mir das Ding. Komme, was wolle. Bring doch noch 6 Leute mit. Bring doch 12 Leute mit. Es ist mir scheißegal. Ich mähe alles um. Und du wirst Nummer 1 sein. So, ich brauche noch ein bisschen. Versteht ihr, wie ich das meine? Habe ich nicht gesehen, Jimbo. Habe ich noch nicht gesehen. Aber sonst war das trotzdem eine gute Promo. Das Paul Heyman-Thema könnte ein interessantes werden. Wir sehen also jetzt am Freitag bei SmackDown das Heads Up Roman Reigns und Cody Rhodes, aber ohne Bloodline. Es greift keiner ein, es ist nur Roman da. Mhm. Genau. Und dazu habe ich ein, zwei gute Thesen. Jay hat ja schon angekündigt, dass er da sein wird oder dass er ihn hätte, wenn was ist. Ich hatte mal kurz im Hinterkopf, ob nicht vielleicht Seth Rollins einfach rauskommt, obwohl noch gar keiner da ist, und anfängt, gegen Roman Reigns zu reden, während Cody noch im Ring ist. Was ist, wenn Seth einfach rauskommt und sich so ein bisschen diese Nummer 1 wieder nimmt? Niemals kann sich Seth beherrschen. Das glaube ich nämlich auch. Und dann hast du wieder die nächste Ebene, die du aufmachen kannst. Ist Seth vielleicht doch ein bisschen mehr involviert in die ganze Bloodline-Nummer, als man glaubt? Irgendwas wird passieren. Also es wird niemals darauf hinauslaufen, dass Roman und Cody allein im Ring sind. Mein Gefühl ist, es ist nur mein Gefühl, dass der Song echt nicht gut ist. Mein Gefühl, das kann sich auch total, ich kann mich auch total irren, ist, dass Cody und Roman im Ring stehen. Es gibt ein Wortgefecht. Es ist auch keiner von der Bloodline da. Und dann kommt Seth raus. Während des Wortgefechts. Nur um mal Überzahl irgendwie oder Stärke zu zeigen. Und dann merkst du das erste Mal, okay, Seth möchte doch noch mehr Mittelpunkt. Also genau das, was Drew auch in der Promo gesagt hat. Das haben wir gar nicht aufgegriffen, fällt mir gerade auf. Weil die auch nochmal darüber geredet haben. Der will wirklich nur in den Mittelpunkt. Der will die Aufmerksamkeit. Ist eine Option. Also Fakt ist, es wird irgendwas bei SmackDown passieren. Ob die Bloodline einfach kommt, ob Jay rauskommt, ob Seth kommt. Aber dieses, ihr werdet nur im Heads-Up gegeneinander sein, das wird auf gar keinen Fall passieren. Auf gar keinen Fall. Was glaubt ihr, was passiert? Grinse von Heyman lässt ordentlich Platz für Spekulationen. Safe. Habt ihr eine Vermutung? Es wurde ja nur gesagt, dass Roman nicht alleine ohne Bloodline kommt, oder? Leto denkt auch, bei SmackDown Cody und Seth ein Konflikt angedeutet wird. Ja, das ist bei mir auch ganz oben. Rollins kommt und Cody ist verwundert und sagt, das war so nicht abgesprochen. Und dann kommt vielleicht auch doch nochmal Bloodline, die so ein bisschen auf, erstmal auf, ne, abwartend geschalten sind. So, falls doch was passiert, dann doch vielleicht Backstage sind. Da sind zu viele Spannungen in der Luft. Das ist alles zu groß für ein 1-gegen-1 Heads-Up. Heyman hat einen Deal mit jemandem, der nicht zur Bloodline gehört und Cody angreift. Also Braun Breaker. Tama Tonga. Oh, jetzt geht das wieder los. Naja, Braun Breaker und wie reißt mich die Songs gerade auch nicht raus? Ich mach mal normale Musik an. Müsst ihr jetzt durch. Braun hat ja nun mal auch so ein bisschen schon getuschelt und ein bisschen Kontakt zu Heyman, ne? Könnte ja sein. Über Raum reden, stütte jemand. Oh, ist doch eigentlich normaler Dienstagabend, oder Panda? Vermutung keine, aber bin gespannt, ob Jay Gespräch aufgegriffen wird, beziehungsweise rauskommen. Ich sehe irgendwie Jay noch gar nicht in der Story, aber ich glaube, das Match bei Mania könnte ein Auslöser für Jay oder Jimmy sein. In welche Richtung auch immer. Das würde ich jetzt nochmal ein, zwei Folgen abwarten. Ich meine, so viele gibt es ja auch nicht mehr, ne? Also, ja, vielleicht. Ja, JD glaube ich nicht. JD ist ein bisschen zu weit weg für mich, aber Braun könnte ich mir schon vorstellen. Aber Braun ist SmackDown. Oder? Braun ist SmackDown, oder? Ach, Lashley. Lashley ist doch in der Storyline drin, die keine Sau interessiert. Also, Braun Breaker hat 2 Squash-Dinger gemacht oder 3. Ist seitdem wieder in der Versunkenheit weg. So. Warum soll der nicht der Grund sein und der, ich meine, mit seinen ganzen Absprachen mit Heyman vor Monaten und immer wieder mal so ein bisschen Techtelmechtel und Tuscheleien, dass der vielleicht der Grund ist, der da eingreift. Waller und Fury könnte auch sein, weil Waller-Thematik noch nicht durch ist. Auch nicht auszuschließen, ja. Gerade gepostet, Reigns und Rock sollen beide Raw for Mania sein. Also beide am 1. Geil. Geil.
Geil. Die Raw for Mania muss, ist eigentlich auch nochmal eine Must-Watch, aber das schaffe ich leider nicht. Aber ich glaube, die knallt auch nochmal richtig. In der 3-Stunden-Show haben die auch nochmal ein bisschen mehr Zeit und so. Ja. War aber ein gutes Segment. Also um euch dann nochmal abzuholen, was das Cody-Ding abgeht. Hat wieder ein paar Türen geöffnet. Ich finde, dass die das gerade gut machen. Hast immer wieder nochmal so ein Hintertürchen, über das du reden kannst. Paar Spekulationen, immer mal wieder. Hier geht eine Tür auf, da geht wieder eine andere zu. Dann ist nochmal hier eine auf und hier nochmal eine auf. Dann gehen aber da wieder zwei zu. Dann denkst du, okay, da muss aber das passieren. Jetzt ist auf einmal Jay wieder drin. Jetzt glaubst du aber, dass irgendwie zwar die Bloodline nicht kommt, aber irgendjemand anders haben sie arrangiert, der irgendwie da noch eingreifen kann, der Cody irgendwie das Leben zur Hölle machen soll. Dann weißt du aber nicht, ob Seth vielleicht Cody noch hilft. Gibt so viele Optionen. Also, ich bin hooked, aber mir gibt nach wie vor Cody ein bisschen zu wenig. Ich würde mir fast wünschen, aktuell, dass... Ich kann mir halt gerade keinen Run von Cody vorstellen. Ist ein bisschen schwierig. Müssen wir noch über die Drew und Seth-Promo reden? Ich glaube, die hat nicht so viel nach vorne gebracht. Eigentlich nur das Übliche. Ich glaube, das ist nicht so erwähnenswert. Die war jetzt nicht schlecht oder so. Außer, dass man halt immer noch das Gefühl hat, dass Seth eher im Mittelpunkt stehen möchte, als sich um den Titel zu kümmern. Und er immer wieder versucht, Punkte bei Drew zu finden, um ihn zu triggern und ihn aus der Reserve zu locken. Aber es einfach nicht funktioniert. Und ich sage, das Entrance-Ding war cool. Stimmt. Bei der Entrance von Drew ist Seth einfach rausgekommen, ne? Das war auch schon wieder so ein Ding. Der versucht, ihn wieder zu triggern und wieder sich in den Mittelpunkt zu stellen und wieder was von Drew wegzunehmen. Und meine Idee hinter der ganzen Sache ist, Seth versucht das jetzt seit Wochen. 3-4 Wochen alle Knöpfe zu drücken bei Drew, von Ignoranz, an ihm vorbeigehen, den Entrance stören, böse Sprüche bringen und er trifft einfach Drew nicht so sehr oder den Punkt bei Drew nicht so sehr, dass der wirklich durchdreht. Weil das will Seth, glaube ich. Der will den aus der Reserve locken, weil der weiß, gegen diesen abgekühlten und coolen Drew wird es wahrscheinlich schwer. Aber der sich nicht unter Kontrolle hat, den könnte er packen. Und ich sage, am Montag bei Raw, wenn CM Punk rauskommt, ist das der Moment, den Drew ins Universum triggert und der komplett durchdreht. Wenn CM Punk vor ihm steht und dann irgendwie komplett am Boden redet. Und das ist der Moment, wo Drew durchdreht. Und dann fuckt das dann wahrscheinlich auch wieder Seth ab, dass ein Punk rauskommen kann und einfach nur einen Satz sagt und auf einmal erwischt er Drew. Aber alles, was Seth gesagt hat, hat überhaupt gar keine Auswirkungen gezeigt. So, wie es bei Cody auch schon war. Das ist meine Vermutung. Was mir aufgefallen ist, dass Cody gesagt hat, dass The Rock das Sidechick von Reigns ist und Rollins hat gesagt, dass Reigns Sidechick von The Rock ist. Warte, The Rock Sidechick von Reigns ist und Rollins hat gesagt, Reigns ist Sidechick von... Ja, aber... für mich jetzt nicht so bedeutsam. Aber kann schon sein, ja. Stimmt, kann sein, dass er rauskommt und sagt, er ist Host von WrestleMania. Oder er sitzt die ganze Zeit am Kommentatorenpult. Und auch dein Match werde ich kommentieren, Drew. Denk dran, ich kommentiere auch dein Match. Und das wird auch Seth wahrscheinlich stören. Punk und Cody-Segment wird, denke ich, kommen. Ich glaube eher, dass Punk würde jetzt gerade mehr in der Drew-Story Sinn machen. Cody's Story sehe ich den gerade nicht so drin. Wir werden Punk niemals den Host geben. Sag das nicht. Punk bei Mania ist eigentlich schon, der muss halt schon Showing haben, ne? Drew gewinnt, Punk lenkt Drew ab und dann kommt der Cash-In. El Possible. Und dann brennt's richtig. Wenn Drew Champion wird und der deswegen wegen CM Punk das Ding an Damian Priest verliert, ouch. Mehr als Musik sagt, er legt 5 Subs, dass CM Punk kein Host wird. Okay, kann das jemand screenshotten? Wir brauchen das. Aber Raw ist für mich sehr solide gewesen. Ich mache übrigens schon viel länger, als ich wollte, Alter. Sehr solide gewesen. Ich finde nichts Negatives an der Raw. Wir sind 3 Wochen von Mania weg. Ja, nicht mal, ne? Hat doch so ziemlich 3 Wochen, 2,5, 3 Wochen. Und wir ziehen, das Tempo ist noch nicht angezogen. Ich glaube, die nächsten 4 Weekly Shows, also Montag mit Punk, nächste Woche Freitag am 29. und die Raw am 1.4. Da werden wir ein Tempo sehen, was wir die letzten Wochen nicht gesehen haben. Ich glaube, die nächsten Wochen werden wir im Galopp da durchmarschieren. Also das wird sehr, 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 sehr geil. Für 2 Wochen vor Mania, dafür, dass die Storys schon stehen. Wir haben jetzt schon irgendwie 10 Matches oder sowas, oder 11 haben wir zuletzt gezählt. Die Card steht ja an sich. Was willst du jetzt noch groß erzählen? Ja, da wird es in den letzten 1,5, 2 Wochen nochmal richtig Dampf reinkommen. Also deswegen, ich bin da sehr beruhigt. Lieber dann
vor Mania nochmal richtig, richtig, richtig Zug rein. Und zum Thema Mania, YouTube, ich habe es am Anfang des Videos vergessen. Wir werden alle 5 Tage Mania live sein. Donnerstag, aufgrund dessen, dass die Jungs schon Donnerstag da sind, bin ich im Stream. Wir sind live. Eventuell mit Bildern aus dem Superstore. Hoffe ich, dass ich da Content kriege. Freitag, SmackDown, nehmen wir mit. Also SmackDown vor Mania. Samstag NXT nehme ich mit, Live-Reaction. Samstag Night 1 Live-Reaction. Sonntag Night 2 Live-Reaction von Mania. Und Montag Raw After Mania. Alles live im Stream. Alles Live-Reactions. Und ich habe sehr viel Bock darauf. Und ich hoffe und denke, der Chat auch, der kann euch das jetzt hier mal mitteilen. Ihr seid herzlichst eingeladen. Wir versuchen ein bisschen Rahmenprogramm zu machen. Wir brauchen viele Leute. Wir brauchen gute Stimmung. Eventuell sitze ich alleine hier, also brauche ich auch euch. Ja? Ich brauche euch im Stream und ich brauche euch auf YouTube. Das heißt, falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Da könnte noch ein bisschen mehr kommen vom Chat, aber der hat sich auch gerade die Finger wund getippt. Gerne ein Abo da lassen, gerne einen Daumen da lassen. Ich gebe der Raw, und das können wir vielleicht zum Abschluss nehmen, eine 7 von 10. Sehr gute, also war eine gute Raw. Ich war gut unterhalten. Ich habe nicht viel Negatives zu sagen. Chat darf gerne auch einmal seine Bewertung noch reinhauen. Und während der Chat jetzt seine Raw-Bewertung abgibt für diese Woche, werde ich ganz langsam sprechen, damit... Genau das, danke. Damit die Bewertungen reinflattern. Und während die Bewertungen reinflattern, sage ich euch auf YouTube schon mal Tschüss. Danke euch für den Support in den letzten Tagen. Ich freue mich auf den Road to Mania und ich hoffe, ihr seid damit am Start. In diesem Sinne. Ein guter Kick.